Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um zwei Horden-Only-Toys. Und zwar sind wir einmal hier in Dazar-Alor, in der Hauptstadt, und zwar hier unten bei den Koordinaten 52, 93. Und hier ist es so, dass wir eine Quest haben, und zwar hier von der dunklen Waldläuferin. Ich beobachte Und und die Quest jage. heißt Ärger an der Dunkelküste. Die nehmen wir jetzt Ich erstmal an. diene der Und Banshee-Königin. sobald wir diese Quest haben, müssen wir nämlich mit der Kapitänin einmal auf dem Schiff sprechen. Und da bekommen wir dann von einem kleinen Story-Szenario zwei Toys. Und zwar einmal Briennas Laterne und Ersatzgugel der dunklen Waldläufer. Und was die so machen, will ich euch jetzt gleich mal zeigen. Also als allererstes setzen wir jetzt hier mal diese Ersatzkugel ein. Und wie ihr seht, werden wir dann einmal hier zu einem schicken, ja, zum schicken Waldläufer. Das kann männlich als auch weiblich sein. Man ist quasi so ein Blutelf-Waldläufer. Ist auf jeden Fall eine schicke Angelegenheit. Ja. Einziger Nachteil dran, hält nur 10 Minuten und hat 2 Stunden Abklingzeit. Also doch eine ganze Menge. Und das zweite Toy, was wir haben, ist diese Laterne. Und wenn wir die einsetzen, dann ist ja für genau einen Tag unser Wiederbelebungsgeist, nicht dieser normale, sondern es ist so eine Walküre. Ja. Sprich, wenn wir jetzt sterben würden, hätten wir eine Walküre als Retzgeist und nicht dementsprechend, oder das Geisterheiler, so heißt das ja genau, und nicht quasi hier den 0815, den wir seit Classic kennen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo wir das kriegen. Und zwar können wir jetzt hier mit der Schreckensadmiralin sprechen und die bringt mich jetzt zu meinem normalen Questing, Drustwa, was ich hier ausgewählt habe, aber ich kann hier unten auch auswählen zur Dunkelküste. Und wenn wir das drücken, dann kommen wir in ein bestimmtes Szenario von Dunkelküste. Übrigens, beide Toys könnt ihr dann, wenn ihr sie mit der Horde erspielt habt, auch mit der Allianz benutzen. Ihr müsst halt nur einen Hordenschar haben, der 120 ist, dass er diese Questreihe machen kann. Wir sind jetzt hier in dem instanzierten Bereich, wo eine Story-Quest kommt. Hier kann ich jetzt auch nicht fliegen oder irgendwas. Und man muss jetzt hier einfach ein paar Quests machen. Ja? Jetzt geben wir das hier bei Nortanos ab. Und jetzt bekommen wir ein paar Quests. Erste Quest und zweite Quest. Seht ihr, haben wir direkt das Toy drin, wo wir einfach nur ein paar Mobs töten müssen. Ja? Also fürs erste Toy haut ihr einfach nur ein paar Mobs um. Und fürs zweite Toy müsst ihr einmal dieses Szenario durchspielen. Heißt, ihr müsst 5, 6 Quests machen nacheinander und ganz am Ende bekommt ihr dann das zweite Toy. Also wenn wir jetzt einmal reingucken, hier müssen wir dunkle Waldläuferin erwecken, kriegen wir gleich mal hier das erste Toy, also diese Verwandlung. Und wenn wir die ganzen Quests hier durchgespielt haben, wie gesagt, so 5, 6 Quests waren das, vielleicht eins, wo mehr noch, und dann bekommt ihr quasi das andere Toy und seid damit auch fertig und habt dieses Story-Event-Ding hier einmal abgeschlossen. Ja. Wenn ihr das hier nicht machen wollt, könnt ihr immer hier mit dem Portal einmal zurück nach Dazar-Alor kommen. Ich habe das mit dem Main schon gemacht, braucht es jetzt mit dem Twink nicht wirklich machen, aber nochmal für euch einmal reingeguckt, dass ihr auch gesehen habt, wo das Ganze quasi stattfindet. Ja, das war's schon mit dem kleinen Toy-Guide. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist der Teil mit der Walküre. Jetzt bin ich am Überlegen, ja, hier bringe ich mich schlecht um. Ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, ja, dass ihr dann eine Walküre bekommt. Ihr könnt es ja gern selbst ausprobieren und dann quasi, wenn ihr das nächste Mal beim Geisterheiler seid, euch einmal die schicke Walküre angucken. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.